Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster aus der Alpha. So, mal gerade eine Sache vorweg. Okay, wenn ihr heute auch wieder das Problem habt, dann hilft euch das leider erst, wenn ihr das Video gesehen habt. Es besteht momentan irgendwie bei manchen das Problem, dass sie Wiedergabefehler bekommen bei einigen Videos. Manche haben es bei Planet Coaster, manche haben es bei mehreren Videos, manche haben es bei gar keinem Video. Ich habe es zum Beispiel auch noch nicht ein einziges Mal gehabt. Wenn ihr das über die App schaut am Handy, dann scheint es da regelmäßig Probleme aktuell zu machen. Ansonsten hilft eigentlich immer ein bisschen warten. Ich kann da leider nichts dran machen. Das ist ein Bug seitens YouTube, leider. Dann wurde gesagt, ich soll bitte alles im Off dekorieren. Leider habe ich nicht wirklich Zeit, im Off zu spielen. Da wir eigentlich so gut wie jeden Tag schon nur so 4 Stunden Schlaf bekommen und die werde ich da ganz gerne schon noch. Das ist halt echt momentan das Problem, wir haben eigentlich wirklich gar keine Zeit, deswegen ist es im Off immer ein bisschen schwierig. Ich versuche immer schon ein bisschen, wenn ich was testen will, es im Off zu machen, aber ich kann leider nicht alles im Off machen, weil das sind wirklich mehrere Stunden Arbeit. Deswegen würde ich das gerne auch immer in die Folgen mit einfließen lassen, aber es haben ja zum Glück auch viele geschrieben, dass sie Deko-Folgen gut finden. Und dann noch eine Sache mit zu dem Vergrößern. Ich hatte jetzt gelesen, man muss Steuerung drücken, X drücken und dann zur Seite ziehen. Leider habe ich das irgendwie nicht hinbekommen. Also da hat sich bei mir nichts vergrößert, leider. Muss ich nochmal schauen. So. Hier kommt jetzt erstmal noch ein bisschen Beleuchtung hin. Zack. So. Heute wollte ich, was war das hier, das war eine Trinkbude, genau, ich wollte hier heute noch was zum Essen hinmachen. Buildings, Facilities, welches war das denn? Das hier war das, ne? Ja, ich glaube, ich würde das aber eher weiß machen. Da habe ich mich bei dem anderen schon geärgert, aber das wollte ich jetzt nicht nochmal neu machen. So. Muss ich mal schauen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Da stellen wir das jetzt hin. So. Und wenn wir das jetzt genau spiegeln wollen. Roofs. Dann würde ich jetzt hier das so drüber setzen. Dann so. Ich wurde auch gefragt, ob ich das hier nicht durchgehend machen kann, dass ich das auch hier noch dran baue. Das passt aber leider nicht ganz, weil es nicht gleichmäßig genug vom Weg weg ist. Ansonsten wäre das eine sehr, sehr coole Idee. Müssen wir uns mal noch für wann anders aufheben, auf jeden Fall. So. Nee, ist ja falsch. Runter damit. Hier hinten auch runter. Hier brauchen wir so eine... Ich wollte gerade schon sagen, habe ich das jetzt ganz woanders platziert. Hier brauchen wir eine komplette Wand. Hier brauchen wir auch eine komplette Wand. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nach unten. Da wollte ich hin. So, und das hier brauchen wir noch einmal. Hier. Und einmal hier. Und hier brauchen wir noch einmal so eine kleine Wand. So. Jetzt haben wir auch hier das Essen fertig. So, Building done. Stellen wir jetzt auch noch wir brauchen ja auf jeden Fall noch Dekorationen generell. Ach stimmt, das war die Beleuchtung von, hä? Da. Ah, diese Musik, die ist einfach nur so gut. Ich würde es hier gerne... Da kann ich es, glaube ich, nicht hinplatzieren. Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir das hier. Und machen das hier so dran. Das ist doch hübsch. Das mag ich. Okay. Oh, halt. Nee, genau. Dann muss ich hier jetzt einmal abbrechen. So. Ach, das ist so schön. Okay, was hier meiner Meinung nach aber definitiv auch noch fehlt, ist auch noch Beleuchtung hier am Boden. Ja, da will ich jetzt aber keine so... Hm.
Wir müssen nach Scenery. Hier könnte man vielleicht noch so Fackeln hinstellen. Die Geräusche. Blum, blum, blum. So. Genau. Und ein Bäumchen würde ich da auch noch hinstellen. Dann nehmen wir das hier. So. Können wir hier auch noch einmal so machen wie auf der anderen Seite, dass wir hier so ein Busch reinsetzen. So. Oh ne, ich muss ein bisschen höher. Oh, 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 oh. Nein, das geht gar nicht. Ja, so schon eher. Okay, gut. Jetzt haben wir hier auch unsere Deko. Und jetzt würde ich mal schauen. Right. Was könnten wir denn jetzt mal noch bauen? Dass wir mal noch ein bisschen mehr Leben hier in die Bude reinbekommen. Das ist jetzt für mich auf jeden Fall so der Themenbereich modern eher. Aber ich wollte mich auch noch so ein bisschen eher in Richtung Piraterie spezialisieren. Das heißt spezialisieren, aber... So. Das heißt, wir müssen mal den Weg hier ein bisschen weiterziehen, dass wir hier mal so ein bisschen vom restlichen Geschehen wegkommen. So. Da gab es doch auch hier irgendwie sowas Cooles zum Durchgehen, oder nicht? Warte mal, jetzt muss ich doch gerade mal gucken. Nee, Science war es eigentlich natürlich nicht. Ja, sowas könnte man hier nehmen. Da gab es aber auch noch coolere Sachen. Da ist es, genau. Sowas zum Beispiel. Ich finde, damit kann man ganz gut diesen Themenbereich einläuten, in Anführungsstrichen. Stellen wir hier so eine coole Piratentruhe hin. So. Könnten ja auch im Endeffekt nochmal so einen Bogen machen. Aber. Was haben wir hier sonst noch so piratentechnisch? Ach ja, hier die Band. Die Band, die müssen wir auf jeden Fall irgendwo hinstellen. Die ist Pflicht. Campsite ist auch. Das ist eher so fast ein bisschen Wild West oder sowas in der Richtung. Muss man mal schauen. Also eine Kanone wäre hier vielleicht noch ganz cool. So vielleicht. Oder nee, wir stellen die so hin, die feiert nach außen, nach all den Landratten, die den Piratenbereich meiden. So. Und was brauchen wir hier natürlich auch noch? Fackeln. Stellen wir da so hin. Die schweben alle beide. Das war nicht so geplant. Ja, müssen wir mal schauen. Genau, da wollte ich die eigentlich reinstellen. So. Gut. Hier würden jetzt natürlich entsprechend auch Sachen hinpassen, wie das war dieses Märchenhafte, aber ganz klar die Schiffsschaukel zum Beispiel oder das hier. Hierbei war die geile Musik, oder? Dieses Mini-Riesenrad. Weiß ich gerade gar nicht. Wir haben jetzt aber das letzte Mal schon sowas Einfaches, eher Langsameres gebaut. Von daher wäre ich eigentlich diesmal nochmal für ein bisschen was Aufregenderes, Spannenderes. Ich würde sagen, wir packen hier hinten einfach mal eine Schiffsschaukel hin. Den Eingang machen wir hier hin. Den Ausgang machen wir direkt daneben. So, und jetzt müssen wir einen Eingangsbereich. Da würde ich jetzt eher diese Steine nehmen. Weil ich finde, das sieht piratenmäßiger aus. Ich weiß, es ist so nicht wirklich platzsparend.
Oh, ich mag das eigentlich ganz gerne so. Was haben wir hier? Ist das hier eher Sand? Nee, es ist kein Sand. Nö, das finde ich jetzt aber auch nicht so passend für diesen Bereich. Ich glaube, ich würde hier bei den Steinen bleiben. Da wollte ich gar nicht anbauen. Da wollte ich nicht anschließen. Ich wollte hier anschließen. So. Das hier ist ja schon ein bisschen zu viel des Guten. Ich muss ja noch einen Ticken weiter, ansonsten kriege ich gleich wieder ein Problem mit dem Anschließen der Warteschlange. Ja. So in der Art hatte ich das geplant. Alles klar. So ein Ticket, bla, brauchen wir hier natürlich auch noch. So ist es nicht angeschlossen, ne? Nee. Ach, das ist doch schon wieder Käse. Das müssen wir anders platzieren. So passt das. Okay, dann machen wir es halt so. Auch nicht unbedingt das Thema. So, und damit ist das jetzt hier hinten auch eröffnet, die Schiffsschaukel. Müssen wir aber auch mal gucken. Da haben wir jetzt natürlich nichts, was da jetzt großartig hinlocken würde. Das heißt, wir brauchen hier definitiv so ein bisschen... Die Szenerie muss auf jeden Fall angepasst werden. Was haltet ihr denn davon, wenn wir hier so ein bisschen... Wenn wir die Warteschlange... Wo ist denn das Heck vom Schiff? Wenn wir die Warteschlange so ins Heck einbauen, eines großen Schiffes. Nein, das ist eine schlechte Idee. Dafür hätten wir es anders bauen müssen. Aber wir können das ja auch hier so hinbauen. Dass man das hier so hinstellt. So. Und das Ende kommt dann so hier hin. Das ist aber nicht ganz passend. Einmal drehen. Ja, wir müssen jetzt definitiv, ihr seht schon, hier kommt gerade kein Schwein an. Wir müssen unbedingt die Leute hinlocken. Mit was könnten die Leute hier denn anlocken? Vielleicht irgendwelche Shops. Vielleicht so hutmäßig. Ein Hats-Shop. Warum eigentlich nicht? So, machen wir hier mal Hüte hin. So, das, was machen wir da? Das würde ich hier gerne so steinmäßig halten. Müssen wir mal gucken, was können wir denn hier alles machen? Was haben wir denn bei den Wänden? Gibt es hier, glaube ich, ganz coole Sachen. Das hätte ich gerne andersrum. Guck mal hier, wenn wir das hier so machen. Wie so ein, so ein Türmchen halt. So, was nehmen wir hier? Da würde das hier vielleicht... Ah, oh, guck mal, das sieht richtig, richtig stylisch aus. Das hier ist aber leider so ein bisschen schepp, ein bisschen schief. Da habe ich tatsächlich, da habe ich nicht nachgedacht, was passiert, wenn ich das hier so mache. Dann muss ich das hier einfach ein bisschen, dann muss ich das dahin packen. Das eins nach vorne, dann wird das halt ein bisschen schmaler. So, ja. Roofs, da haben wir doch hier sowas, oder? Genau, die hier meinte ich. Oh shit, die sind aber... die sind aber groß. Ach, schade. Haben wir ja vielleicht noch irgendwie eine andere Möglichkeit? Was können wir hier damit noch machen? Holz? Nee, hier können wir sonst so großartig... Großartig was anderes können wir hier sonst leider nicht machen.
Naja. Naja, naja, naja. Nicht schön, aber selten. Hier fehlt definitiv auch ein bisschen Deko. Oh, so ein hängendes Skelett ist ja cool. So. 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 Zack. Das hier müssen wir vielleicht auch noch öffnen. Fällt mir gerade mal auf und ein. Wäre vielleicht sinnvoll, die große Schiffsschaukel hier. So, hier brauche ich jetzt aber auch noch ein kleines bisschen was an Bäumchen. Scenery, Nature. Und ich will vielleicht definitiv auch noch die... Aber vielleicht können wir das hier so ein bisschen in die Steine einbinden. Das wäre doch vielleicht ganz cool, wenn wir das hier hinbekommen. So, mal nach vorne. Es wäre doch vielleicht, dann haben wir das hier, kriegen wir das hier vielleicht ein bisschen. Ja. Oh Gott, Cuddy bastelt. Das kann nur schief gehen. Aber hier, dann kriegen wir das hier vielleicht so ein bisschen, dass das nicht mehr so aussieht, als ob wir das hier gewollt, aber nicht gekonnt hätten. Man muss nur seine Fehler irgendwie kaschieren können. Dann geht das alles. Dann geht das schon alles. So, den hier drehen wir jetzt noch so rum. Gehen damit ein bisschen nach unten. Ja. Das drehen wir jetzt noch einen Ticken. Und zwar so. Das sieht auch aus wie eine Piratenhöhle jetzt. So ist doch schon wieder gar nicht schlecht. Oh. Hier würde sich auch so Seetang gut machen, finde ich. Könnte nur mehr sein. So irgendwie. Zack. Noch eine Palme davor. Oh, ich liebe das so. Ich liebe das Gestalterische so in dem Spiel. So. Okay, was ich jetzt aber definitiv noch möchte bei der Scenery, das ist diese coole Piratenkapelle hier. Die würde ich hier so hinstellen. Ist so nice. Oh. Da sacken sie in sich zusammen. Ein bisschen hier noch Deko davor. So. Was könnte man noch beipacken? Hier so ein bisschen einfach das so. Ja, es ist gar nicht so einfach. Wann machen die denn immer was? Ah. Mit dem guten Affen davor. Die
diese Totenkopf-Laterne hier noch hin. Dass die Piraten auch ein bisschen gefährlich aussehen. Oh. Das Ding war so trostlos, wenn die dann in sich zusammensacken. So, vielleicht hier das Ganze auch noch so ein bisschen mit Steinen abdecken. So sieht es irgendwie so ein bisschen mehr eingebunden aus. Mhm. Ich hoffe echt, ich langweile euch damit nicht zu sehr. So, aber damit, ihr Lieben, wäre dann auch der Anfang geschafft für unseren neuen Themenbereich, für unseren Piratenbereich. Themenbereich Nummer 2. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich verabschiede mich jetzt nach dieser ultralangen Folge, wo sich auch schon die ersten hier mit Hüten eingedeckt haben. Morgen sehen wir uns wieder. Und dann sind wir mal gespannt. Dann kümmern wir uns vielleicht mal noch darum, direkt noch dieses kleine Karussell hier in den Themenbereich reinzustellen. Und dann wird ja alles richtig schön piratisch. Also, ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal in Planet Coaster. Tschüss!